Hallo Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Zombie. So. Die Tür habe ich zum Glück zugehabt. Raus hier. Warum ich mich immer noch mit einem Molotow in der Hand rumlaufe, das hat einen guten Grund. So. Was? Ah, hier kommt man gar nicht mehr zurück. Finde ich lustig, man kann da runter, aber nicht wieder hoch. Warte mal. Verdächtiges. Die Tür ist versperrt. Verdammt. Ich versuche, sie von hier zu öffnen. Gib mir eine Minute. Und was ist, wenn Augen ich dir sage, du hast keine ich Minute? Kommen. Mach so schnell ich kann. Du hast Vikrams toller Idee zugestimmt. Schon vergessen? Durchhalten! Ich bin fast fertig. Lass mich jetzt nicht hängen! Okay, die Tür ist auf. Los! Die Tür ist auf, ist gut. Erstmal dahin kommen, mein Freund. Gott sei Dank. Tschüss. Ciao. Mach's gut. Boah. Oh, mein Herz. Mein Herz.
Kann es sein, dass ich keinen Molotow mehr hatte? Richtig. Und die waren dann auf einer anderen... Och, komm. Die waren dann auf Doppel... Ich habe versucht, mich zu heilen. Das hat nicht geklappt. Ah, wir haben überlebt. Lieber John, es tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass wir in diesem Punkt zu einer Übereinstimmung kommen können. Du scheinst bei der Lektüre der schwarzen Prophezeiung felsenfest von verbrannter Erde auszugehen. Während ich und Ron und viele der anderen es mehr als Warnung verstehen, dass wir den Leuten helfen müssen und nicht tatenlos zusehen, wenn es soweit ist. Ich weiß, dass du sauer auf mich und Ron bist, weil wir uns beim letzten Treffen mit dir gestritten haben. Aber ich hoffe, du verstehst, dass wir das Vorsicht ist besser als Nachsicht Prinzip vertreten. Es ist wie mit der globalen Erwärmung. Wenn wir falsch liegen, haben wir zumindest versucht, die Welt zu verbessern, ohne dabei Schaden anzurichten. Haben wir jedoch recht und handeln nicht umgehend, bringen wir den gesamten Planeten in Gefahr. Ich wünschte, du würdest das verstehen. Wir versuchen nicht, dich auszugrenzen. Wir haben auch die Trophäe geholt. Ich weiß, du hast all das im Eifer des Augenblicks gesagt. Aber selbst wenn du es nicht so gemeint hast, es tat weh. Deine Erfahrung ist für uns von unschätzbarem Wert. Deswegen wurde ich überhaupt gebeten, dich anzuwerben. Wir sind keine Kinder und wir können deinen Standpunkt nachvollziehen. Aber wir sind schlicht an. Ach komm, halt's Maul, Alte. Es ist hier immer noch stockfinster. Aber hier ist es noch hell. Ach ja, die Geisterzombies sehen wir jetzt übrigens überall. Und ich würde sagen, wir holen uns auch noch das dickere Backpack, ne? Wir haben ja jetzt die 4. Und wir haben es geschafft. Wir haben diese Katastrophe überlebt. Alter, wie weit ich gelaufen bin, um den Zombies zu entkommen. Und es kam ja immer mehr. Oh, das war krass. Also mein Herz. Leute, mein Herz. Gibt es eigentlich noch eine Trophäe, wo ich noch die Punkte nicht habe oder sowas? Muss ich mal eben nachgucken. Meinetwegen könnt ihr dabei gucken, mitgucken. Kein Problem damit. Na gut, ihr seht nur meinen echten Namen, als ob das so einen Unterschied macht. Ich bin und bleibe Zvenita. So. Töte 200 Zombies. Dun, 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 dun. Okay, Platin, wir kommen, ne? Ja. Obwohl, Überlebensmodus wird natürlich richtig hart. Das heißt, ich brauche eigentlich keine Zombies mehr so wirklich zu jagen, zu töten oder so. Alter! Was hockst du denn da oben drauf? Kommst du runter? Schock fast leer. Naja. Da. Da oben ist noch einer. Aber scheiß ich drauf. Wir haben unsere 200. Wir haben
sozusagen alle Ziele erreicht, die man erreichen kann. Jetzt sind es nur noch die CCTVs und die Briefe auch? Gehören die Briefe? Du lebst doch. Ne, dann du. Einer lebt meistens von denen. Aber ich bin froh, dass wir die 200 erreicht haben. Das heißt, wir können in Ruhe sterben. Es ist egal, ob wir leben oder tot sind. Ah. Wusste ich doch, dass da noch einer ist. Aber jetzt habe ich Angst, Backtracking zu betreiben. Ab jetzt habe ich wirklich Angst davor. Denn diese Poltergeist-Zombies, so heißen die, also das, was uns im Keller aufgelauert hat, die gibt es jetzt überall. Die Frage ist nur, wo werden sie getriggert? Ich weiß, dass... ich weiß, wo es noch einen gibt, das weiß ich. Aber dieses Backtracking muss ich ja zum Glück nur in diesem Spielstand machen. Also mit euch. Wegen den CCTVs und dem wegen den Briefen. Und wir werden ja mit diesem Scan-Gerät bald was Tolles können. Ihr habt ja gesehen, da gibt es eine Pet-Erweiterung. Aber ich finde der Geist gruselig. Man sieht ihn ja, wenn er auf einmal aus dem Nichts auftauchen würde, okay. Aber wenn man wartet, irgendwann kommt er. Und dann tötet man den. Ich glaube, ich brauche doch lieber die Warngeräusche. Noch eine Aufwertung. Oh, und der Rucksack XXL. Das ist der größte, den es gibt. Der hat gleich noch 4 Dinger mehr. Wunderbar. Momentan bevorzugen wir voll die Shotgun. Hey, das Ding ist so brachial. Das Spiel ist eigentlich dann auch schon fast durch. Also, ich glaube nicht, dass da noch viel kommt. Wow. Auf das habe ich gewartet, Alter. Aber ich glaube, hier kommen keine Zombies mehr. Vielleicht, geskriptete Zombies. Also, ich nenne mal Zombies, die dort irgendwie... nach einem Ereignis wieder auftauchen, sind für mich ja scripted. Die Zombies, die wir dort gesehen haben, waren random Zombies. Ich finde gescriptet Zombies besser als random Zombies. Random Zombies überraschen einen. Gescriptete Zombies, da weiß man, dass die da sind. Hallo? Kann mich jemand hören? Bitte, helfen Sie uns. Wir sind zu dritt hier in der St. George's Church in der Brick Lane. Wir haben Essen, Wasser und Waffen. Aber wir sitzen fest. Bitte, wenn da Polizei ist oder sonst jemand, bitte helfen Sie uns. Bitte. Das klingt verdammt nach einer Falle. An St. George ist die Hölle los. Ich würde wundern, wenn in der Kirche noch eine Scheibe ganz wäre.
geschweige denn ein sicherer Vorrat an Essen und Waffen vorhanden sei. Falle, hä? Ich dachte schon, das wäre irgend so ein Zombie-Kopf, der irgendwas abnagen würde. Bis jetzt haben wir doch alle CCTVs. Ich guck noch mal nach, ob... Ich guck grad, ob mein Internet gut ist. Ja, ist gut, gut. So, CCTV. V, wo haben wir es denn? CCTV. Wir hatten die 14. Oh. Sind nicht mehr allzu viele. Die Kirche, das ist das, wo... Deswegen wollte ich diese 200 haben, bevor ich dahin aufbreche. Denn die Kirche, ja... Ich weiß schon, was da auf mich zukommt. Da kommen auch wieder. Vielleicht wird's überrannt. Vielleicht ist das wirklich eine Falle. Ich traue denen sowieso nicht. Also ich glaube, das könnte eine Falle sein. Ich weiß nur eins. Es wird dort haarig. So viel weiß ich. Mehr auch nicht. Alter. Bitte. Töten Sie mich, bitte. Liebliches Gewerbe, so viel steht fest. Vergiss den Sprit nicht. Du hast ihn verdient. Wie ich Vikram kenne, ist der Sprit irgendwo sicher verstaut. Du musst dahin, egal wie er ihn gesichert hat. Bei dem Let's Player, den ich gesehen habe, der hat gedacht, oh, schnell weg, bevor der Junge da ist. Aber der Junge liegt ja hier. Oh, der hat seinen eigenen Jungen getötet. Jetzt mal ernsthaft, wie hat er sich infiziert? War er schon infiziert? Hat er dann seinen Jungen angegriffen? Also ich muss sagen, diese Wohnung ist noch am, ist noch sehr hübsch eingerichtet, nicht so verwahrlost wie die anderen, die wir bis jetzt gesehen haben. Das wird sich bald ändern. Denke ich mal. Scanhack. Wunderbar. Das nächste Upgrade ist also ein Hack. Schade um die Familie. Ruht in Frieden. Und ihr wisst, wie viel Backtracking wir betreiben werden. Ich werde jetzt sogar schon mal zurückgehen. Obwohl... Stimmt. Ich werde jetzt schon mal zurückgehen. Obwohl, hatte ich nicht da etwas gesehen, was ich haben wollte? Besser als ein Schrotgewehr ist nur eine Pumpgun. Schauen wir uns das Ding mal an. Also, wir haben hier die doppelläufige, ne? Die hat zwei Schuss. Das Ding hat vier Schuss. Okay, das ist wesentlich besser. Zweier und 270. Ernsthaft. Das Ding hat eine Kraft von 528. Nehmen wir beide mit. 5 Schüsse sind manchmal besser als
Gibt's nicht noch? Warte! Vergiss den scheiß Sprit nach all dem nicht! Ich komm noch wieder, mein Freund. Ich komm noch wieder. Ich bin nur zum Minenfeld. Ja, ich kann ja hier auch ab... Oh, ich Idiot! Ich kann hier voll gut abkürzen! Das ist ein Infizierter mit Brief und Kapazitäterweiterung. Mit Keycard. Interessiert mich nicht mehr. Ja. Ja. Wir haben nächsten Brief, das haben wir ja schon gescannt. So, und jetzt holen wir uns das Zeug. Und dann wird Backtracking betrieben. Aber ich muss noch meine Waffen wiederholen. Je mehr Waffen man hat, desto schlechter ist es eigentlich beim Wechseln der Waffen. Hat man immer das Falsche. Weil mit dem Steuerkreuz runter kriegt man ja automatisch irgendeine Waffe zugewiesen. Ja, ja. Gut. Jetzt schnell zurück. Der Generator läuft schon auf Reserve. Sie werden das sicher auf die Einwanderer schieben. Aber fall nicht drauf rein. Zieh dich um, die Fäulnis trifft alle gleich. Fremdenfeindlichkeit war schon immer eine Ablenkung. Damit die da oben das Land plündern können, ohne dass das Volk es merkt. Mhm. Auf was war das jetzt bezogen? So, unser schwarzer Freund hat auch sehr lange überlebt. Normalerweise sind die Schwarzen immer die Ersten, die sterben. Warum das so ist, weiß ich nicht. In Horrorfilmen oder so. Obwohl, es hat sich irgendwie ein bisschen verändert. Denn es gab mal ein... ich glaube, es war irgendwas mit Haien. Horrorfilm oder so. Naja, nicht richtig Horror oder so. Mehr so, dass die Haie ja... ja... aggressiv waren oder so.